Willkommen zurück bei The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind hier bei den Gefährten unterwegs. Ich bin der Timo und spiele einen weiblichen Charakter. Wir wollen jetzt noch eine Gefährtenquest annehmen und schauen, ob wir endlich noch irgendwie einen Begleiter rankommen, ranbekommen. Ich suche nach Arbeit. Seid ihr nicht gerade für Vilkas unterwegs? Kommt zu mir, wenn ihr damit fertig seid. Okay. Was bedeutet es, ein Gefährte zu sein? Es bedeutet zum einen, mehr untätig in Weißlauf herumzuhängen, als mir lieb ist. Aber wenn es ans Eingemachte geht, gibt es niemanden in Himmelsrand, den ich lieber an meiner Seite hätte. Es bedeutet, jeden Morgen zu wissen, dass man sterben könnte. Und sein Leben lang um jeden Atemzug kämpfen zu müssen. Ich weiß nicht, wie diese bequemen Fürsten jeden Tag aus dem Bett kommen. Warum sich überhaupt die Mühe machen, wenn man ohnehin nicht lebt? Okay, Schießkunst will ich nicht. Dann gehe ich mal. Mach das. Vielleicht will ja Ihr von müsst euch noch beweisen, den Vale. einer mitkommen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Gefährten wirklich beitreten dürfte. Mittlerweile scheinen sie aber jeden aufzunehmen. Okay. Der neueste Rekrut, richtig? Moment, stimmt das wirklich? Kommt zu. Was führt euch zu mir? Seid ihr auf euren Reisen irgendeiner seltsamen Kreatur begegnet? Okay. Auf Wiedersehen. Nach dem kann ich auch nach Arbeit fragen, aber auch der kommt nicht mit mir mit. Dann sollte ich. So. Guck mal, wer könnte denn noch mit mir mitkommen? Ich weiß, wer noch mit mir mitkommen würde. Allerdings müssen wir hier wieder einen Faustkampf machen. Das werden wir jetzt auch mal tun. In der beflackten Meere. Das ist nämlich eine junge Dame. Ziemlich von sich selbst eingenommen. Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das. Vielleicht nehmen wir die auch erstmal mit. Denkt ihr, ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Ihr würdet keine 6 Sekunden überleben. Ihr glaubt, dass ihr es mit mir aufnehmen könnt? Warum nicht? Im waffenlosen Kampf werde ich mit jedem hier in der Stadt fertig. Ich wette 100 Goldstücke, dass ich mit eurem Fell den Boden aufwischen werde. 100 Goldstücke abgemacht. Nur mit den Fäusten. Keine Waffen, keine Magie und kein Geheule. Los geht's. Los. Ihr hättet nie herkommen sollen. Werft den Schneepuckel zu Boden. Los! Yeah! Hilfe! Warum geht die weg? Das war schon alles? Mehr habt ihr nicht drauf? Habt ihr Beschützer? Das kann... Jemand muss etwas unternehmen. Mann, geh mir aus dem Weg. Wow. Wartet mal. Mir fällt da nämlich was ein. Wir hatten doch hier so tolle Handschuhe. Bekleidung. Hier. Zusätzlicher Schaden beim waffenlosen Kampf. Zack. Ui. Hau mich nicht, dann hau ich dich auch nicht. Na komm schon. Kommt schon. Mal sehen, was ihr drauf habt. Boah, ich komme hier nicht raus. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten.
Der Hund steht auch immer im Weg. Stellen wir einfach mal. So. Das lief besser, als ich dachte, mit den Handschuhen. Na komm, steh auf. Na, das nenne ich mal einen Schlag. Da habt ihr mich aber erwischt. Ich denke, ich habe mir die 100 Goldstücke verdient. Ihr habt die Wahrheit gesprochen. Der beste Kampf, den ich seit Jahren hatte. Hier, für euch. Wenn ihr mal eine Klinge an eurer Seite braucht, müsst ihr nur fragen. Würde mir gern ansehen, wie ihr mit ein paar Trollen fertig werdet. Gut. Ist ihr Bonk, nehmen wir. Der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Ich könnte. Folgt mir, ich brauche eure Hilfe. So, da haben wir unsere Begleitung. Jetzt nehmen wir nur noch mal unsere Rüstung. Dagegen ändern, dass wir hier wieder die richtigen Handschuhe anhaben. Und wenn wir schon mal da sind, den nehmen wir einfach mit. So, danke. Falls ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu hacken? Ja, wir haben hier schon genug Feuerholzjagd. Deswegen dürfen wir ja hier so großzügig alles mitnehmen. Ihr tragt zu viel. Okay, das war ja. Wir waren ja schon erschöpft eigentlich. Dann können wir hier auch gleich mal schnell Kokaraffe, Holzteller, weg damit. Ich glaube, das Ding sollten wir irgendwie besorgen, wa? Immer noch zu viel. Gut. Sollte jetzt reichen. Wir haben einen Hund, wir haben eine Begleitung. Und dann können wir uns jetzt weiter aufmachen nach Winterfeste, um nochmal zu trainieren. Und ich denke, wir suchen jetzt erstmal den Verzauberungslehrer. Da hatten wir auch noch ein paar Punkte bis 50. Vielleicht kommt der da gerade. Ja, ich glaube, er kommt da gerade. Bitte behelle ich den Erzmagier nur, wenn es wirklich unbedingt nötig ist. Der da ist es. Ich glaube, an der Akademie. Die Verzauberungsdienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem Üb. Hier seid ihr an der richtigen Stelle. Ich werde euch gerne unterrichten. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann gehen wir doch gleich hier in dieses Menü rein und sagen, wir wollen Ausdauer. Und dann gucken wir nochmal bei Einhändigkeit. Einhändigkeit, da haben wir es. Da kommen wir nicht weiter. Gemetzel. Angriffe mit Kriegsäxten verursachen zusätzlichen Blutungsschaden. Wir sind ja Axtfans, also ich bin ein Fan der Axt. Aber.
Vielleicht sollten wir noch mal, bevor wir hier weitermachen, doch ein Stück in Schleichen gucken. Genau, du bist 20% schwerer zu entdecken. Wir wollen ja eigentlich einen Assassinen machen, ne? Aber Assassinen bringen nur dann was, wenn sie wirklich treffen. Todesschuss oder okay. Wir nehmen den hier. So. So locker die Einstellung der Akademie auch ist. Wie weit sind wir da? Okay. Dinge, die nicht erlaubt sind. Warte mal. Ich will euch einen Rat geben. Es gibt einige Experimente, die die Akademie nicht gerne sieht. Das heißt, wenn sie davon Wind bekommt. Hier kann man doch bei einigen Leuten was verkaufen. Wenn ihr an einem Experiment arbeitet, räumt bitte hinter euch auf. Bis zum nächsten Mal. Mhm. Ah, noch ein neuer. Seid ihr eine? Ich versichere euch, dass ich euch alle sehr genau beobachten werde. Ich bin der Berater. Ich stehe dem Erzmagier zur Verfügung, wenn er Rat benötigt. Gut. Ich. Sollte jetzt erstmal mein Zeug verkaufen. Erstmal jemanden finden, der was kauft. Ach komm, da gehen wir wieder zu unserem Lieblingshändler. Nach Windhelm. Nach Windhelm, so. Ein bisschen ziellos und planlos gerade. Na nö. Warum packt denn das so? Jetzt sind wir schon wieder hier lang gelaufen, obwohl wir hier gar nicht lang gelaufen brauchen. Ich habe einst 6 Männer ganz alleine getötet. Meine Waffenbrüder aus dem Hinterhalt. So, da ist der Gebrauchtwagenhändler. Jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Schön, euch zu sehen. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. So, dann gucken wir mal, wie wir, was wir ihm hier andrehen können, alles. Wir verkaufen wieder einzeln. Ah, oder versuchen es zumindest. Nein, die Dietriche wollen wir behalten. Bücher haben wir nicht. Da ist auch noch nichts Neues. Bei Essen gibt es einiges. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Essen. Schriftrollen, Zaubertränke, da war alles nix hier. Ja komm, was soll der Geiz, die geben wir jetzt weg. Die bringen ordentlich Schotter. Und das brauchen wir jetzt auch gerade. Spitzhacke, brauchen wir alles. Okay. Dann ab zum Verkaufen unseres Diebesgutes. Wir sollten dann auch demnächst mehrere Hehler freischalten können.
So eine Vorbereitung auf so eine Aktion mit der Schwierigkeitsstufe Meister ist nicht ohne. Wenn man von vornherein Meister spielt. Was ist los? Da bist du ganz schön am Laufen. Probleme. Worum geht's? Ich glaube... Habt ihr etwas gestohlen, was der Rede wert ist? Okay. Wenn ihr zusätzliche ab... Oh, etwas hiervon, etwas davon. Gut. Was haben wir denn hier gestohlen? Wir haben Eisendolch gestohlen. So, wir haben Becher gestohlen. Ein paar. Nein. Mist. Jetzt haben wir den verkauft. Okay. So. Nein. Nein. So. Eine Kleidung. Nein, das wollte man nicht. Moment, okay. Das ist weg. Wenn es weg ist, ist es weg. Oder? Ja, ist weg. So. Wir haben auch gut Gold gemacht. Ist nicht so schlimm. Wenn ihr mich so. Nochmal leveln gehen. Und dann gehen wir mal ins Gut Golden Glanz. Ja, wir können einen Moment reden. Ich will nicht mit euch reden. Ihr habt mich vorhin schon belabert, ihr wolltet alle nicht mitkommen. Obwohl ich mich mit eurem Problem scheiß angehört habe. Dann bleibt er jetzt zu Hause. So. Ich tippe mal darauf, dass er jetzt da ist. Der Verzauberungsfuzzi. Er war ja auch eigentlich immer am zweiten Stockwerk, wenn er irgendwo war. Das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Ich arbeite an einem sehr wichtigen Forschungsprojekt. Das ist er auch nicht. Der hat nur dasselbe an. Okay. Dann ist er doch in dem anderen Turm oder er ist in dem großen Turm.
Das ist das Nervige hier, dass man den immer wieder suchen muss. Da ist er. Die Verzauber... Ach, ihr bekommt das schon hin. Wenn nicht, hat Urak vielleicht ein Buch parat, das... Nein, nein, ich habe genug zu tun. Nutzt diese Gelegenheit doch einfach, um... Hier seid ihr an der richtigen Stelle. Ich werde euch gerne unterrichten. So. Level 50 erreicht in Verzauberungskunst. Kann der mir jetzt hier auch nicht mehr weiterhelfen. Wir haben für Level 17 trainiert. Das heißt, jetzt geht's ab in den nächsten Kampf. Und da wir wieder bei 20 Minuten sind, machen wir wieder einen kleinen Take. Und weiter geht's dann im nächsten Video. Bis gleich.